Mörderjagd bei Hör mal zu. Gute Unterhaltung bei Mord in Windsor mit Jochen Busse, Gerd Baltus und Charles Renier. Roger, der Besitzer eines Themsebootes, liegt mit einem Herzschuss über dem Steuerrad. Er hat über Nacht seine besten Freunde auf sein Boot eingeladen. Ist es denn sicher, dass es Mord war? Natürlich, sonst hätten wir eine Schusswaffe gefunden. Roger ist ermordet worden. Und zwar spätestens 10 Minuten nach der letzten Flussbiegung. Woher willst du denn das so genau wissen? Weil ein Toter kein Boot manövrieren kann. Als Avis und ich am Deck gekommen sind, da war das, Moment mal, genau 9.25 Uhr. Das würde bedeuten, dass Roger zwischen 9.15 Uhr und 9.25 Uhr ermordet worden ist. Von einem von uns. Bist du wahnsinnig? Das ist doch nicht dein Ernst. Glaubst du, dass jemand zu unserem Boot geschwommen ist und Roger erschossen hat? So als eine Art Morgengymnastik? Aber wahrscheinlich, als dass es jemand von uns gewesen sein soll. Es könnte doch jemand vom Ufer aus. Roger wurde aus nächster Nähe erschossen. Ihr habt den schwarzen Pulverfleck auf seinem Hemd gesehen. Ich glaube, es ist ziemlich sinnlos, darüber zu diskutieren. In jedem Fall müssen wir es sofort melden. Wir stehen alle unter Mordverdacht und müssen uns der Polizei zur Verfügung halten. Wo sollen wir denn heute Nacht bleiben? Am besten im Hotel. Wo uns alle anstarren. Ich mache einen Vorschlag. Ein Bekannter von mir hat ein Haus hier am Fluss in der Nähe von Windsor. Er wäre sicher einverstanden, dass wir dort wohnen, wenn ich ihn vorher anrufe. Ian, das ist doch der Vorschlag. Okay, wenn ihr nichts dagegen habt, dann würde ich ganz gerne einen Freund von mir aus London herbitten. Er heißt Finbo. Was meinst du, William? Ich weiß nicht. Ein Fremder in unserer Lage? Ich könnte mir denken, dass er für uns alle ganz nützlich sein könnte. War früher Anwalt. Was meint denn ihr? Meinetwegen, was ihr kommt. Ich find's gut, wenn jemand hier ist, der in die Geschichte nicht verwickelt ist und auf den man sich verlassen kann. Mir macht's nichts aus. Also gut. Aber zuerst verständigen wir jetzt die Polizei. Mit einer Barkasse kommt sie längsseits. Kriminalpolizei Windsor. Wo ist die Leiche? Unter der Persenning auf dem Achterdeck. Racer, kümmern Sie sich um den Tatort. Ja. Sind Sie die komplette Besatzung? Ja. Wem gehört die Yacht? Dem Toten. Wer hat ihn entdeckt? Miss Loring und ich. Wer ist Miss Loring? Ich. Wie haben Sie den Toten vorgefunden? Er war nach vorne über das Steuerrad gesunken und hatte es blockiert. Ja, und wer hat das geändert? Ich. Was fällt Ihnen ein? Wissen Sie nicht, dass man an einer Leiche nichts ändert? Wie hätte ich die Yacht denn sonst festmachen sollen? Das kann die Aufklärung erheblich erschweren. Kommen Sie mit und rekonstruieren Sie die Lage des Toten. Wenn dein Bekannter, wie heißt er? Finbo. Wenn das auch so ein komischer Vogel ist. Wann kommt er denn? Er müsste bald hier sein. Seit wann kannten Sie Dr. Mills? Von Kind an. Er war mein Vetter. Hatte Ihr Vetter irgendwelche Schwierigkeiten in letzter Zeit? Wirkte er verändert? Nein. Hat er Feinde? Nein. Ich meine, ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Irgendetwas, das zur Aufklärung dienen könnte? Nein, wir haben uns alle gut verstanden. Hm. War Ihnen etwas von einer Pistole bekannt? Irgendwann war mal davon die Rede. Wem hat sie gehört? Keine Ahnung. Ich habe sie nie gesehen. Haben Sie einen Schuss gehört? Nein. Bei dem Lärm? Wieso? Von diesem schrecklichen Radio. Wer hat das denn angestellt? Weiß ich nicht. Mhm. Wie haben Sie die Leiche entdeckt? Ich bin mit Mr. Capel an Deck gegangen. Und wer hat den Vorschlag gemacht, an Deck zu gehen? Ich glaube, Mr. Capel. Sie waren vorher schon an Deck gewesen? Ja. Ja, und Sie hatten Dr. Mills gerufen und er hatte geantwortet? Ja. Wann war das? Gegen 8:30. Gesehen haben Sie nicht? Nein, ich war auf dem Vorderschiff. Wie lange waren Sie an Deck? Kurz, ich habe noch meinen Schlafanzug an, mir war kalt. Und dann? Dann habe ich mich gewaschen und angezogen und dann bin ich in die Kajüte gegangen. Und wann war das? Gegen 9, ja. Im Radio waren gerade Nachrichten. Hm. Und später sind Sie dann mit Miss Loring wieder an Deck gegangen und da haben Sie die Leiche entdeckt? Ja. Ja, tja, ich brauche nur Ihre Fingerabdrücke, Mr. Capel. Bitte erst den rechten, ja, so. So,
Sagen Sie, warum diesen, warum sind Sie, haben Sie eigentlich zuerst Dr. Garnett gerufen? Er ist Arzt. Und wann sind Sie in die Kajüte gekommen? Nachdem ich aufgestanden war. Und wann genau? Ich weiß es nicht. Ich war so ziemlich die Erste. Was heißt das? Die anderen waren noch in ihren Kojen oder sich waschen. Nur Christopher, ich meine Mr. Tarrant und Mr. Capell waren da. Was haben Sie gemacht? Radio gehört. Nachrichten? Nein, Musik. Dann sind Sie vermutlich nach den Nachrichten in die Kajüte gekommen. Meinen Sie? Ja, da mögen Sie recht haben. Hat das Radio jeden Morgen gespielt? Nicht immer. Manchmal, je nachdem. Je nachdem was? Je nachdem, ob es jemand angestellt hat oder nicht. Und wann haben Sie die Kajüte wieder verlassen? Nachdem Miss Lauren mit ihrer Toilette fertig war. Und wann war das? Ziemlich spät. Miss Lauren brauchte immer eine Ewigkeit. Sie sind Künstler? Wenn Sie so wollen. Ich mache Lyrik. Mochten Sie Dr. Mills? Ein furchtbar netter Mensch. Wann sind Sie aufgestanden? Kurz vor neun. Tonia hat mich geweckt. Wer ist Tonia? Meine Verlobte. Achso, ja, stimmt. Und dann? Dann habe ich Radio gehört und dann habe ich mich gewaschen. Und dann? Ich hatte gerade meine Uhr aufgezogen, als ich Mr. Capell rufen hörte, William, komm rauf, hier ist etwas passiert. Wie spät war es denn da? 9:25. Wer ist William? Dr. Garnett, der das Boot festgemacht hat. Achso. Und Sie, wie sind Sie mit Dr. Mills zurechtgekommen? Wir verstanden uns ausgezeichnet. Seit wann kannten Sie ihn? Seit 3 Jahren. Ich habe ihn durch Miss Avis Loring, meine Verlobte, kennengelernt. Und wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Gestern Abend. Haben Sie eine Ahnung, ob eine Pistole an Bord war? Ja. Was ja? Natürlich war eine an Bord. Was? Welches Kaliber? Eine 22er Automat. Fabrikat? Weiß ich nicht. Wem hat sie gehört? Dr. Mills. Wissen Sie, wo er sie aufbewahrt hat? Keine Ahnung. Und wo ist sie jetzt? Wie soll ich denn das wissen? Ja, haben Sie nicht irgendeine Vermutung? Vielleicht im Steuerhaus. Da hat er auch immer das Logbuch hingelegt und den Wimpel. Was für ein Wimpel? Ja, er hat ihn manchmal bei besonderen Anlässen benutzt. Das werde ich mir nachher mal ansehen. Es tut mir ja sehr leid, dass Ihr Urlaub eine so unerfreuliche Wendung genommen hat. Ian meint, dass Sie uns helfen können. Ich will gerne tun, was in meinen Kräften steht, Ihnen Unannehmlichkeiten vom Leibe zu halten. Wo ist es denn passiert? Am Achterdeck. Na ja, das schaue ich mir vielleicht gleich mal an. Du hast nicht zu viel versprochen, Ian. Dein Freund scheint zu wissen, was er will. Er macht einen cleveren Eindruck. Ich glaube, das war eine gute Idee von dir, ihn kommen zu lassen. Hier liegt ja überhaupt nichts. Das ist allerdings merkwürdig. Ich werde eine gründliche Durchsuchung vornehmen. Sie suchen doch auch nach dem Logbuch. Ich suche nach einem Dr. Garnett. Ich habe Sie jetzt alle verhört. Niemand von Ihnen besitzt ein lückenloses Alibi. Sie sind somit alle des Mordes verdächtig. Aber das ist doch lächerlich. Ich würde mich an Ihrer Stelle etwas vorsichtiger ausdrücken. Mr. Tarrant, Ihre Idee mit dem Haus finde ich ausgezeichnet. Ich hätte Sie sowieso bitten müssen, sich mir zur Verfügung zu halten und bin darum sehr froh, dass Sie auf diese Weise alle zusammenbleiben. Ich hoffe, Sie werden auch dafür sorgen, dass die Presse nicht dahinter kommt, wo wir uns aufhalten. Und auch unsere Namen nicht veröffentlicht. Da können Sie ganz unbesorgt sein, Mr. Tarrant. Was ist denn das? Wir haben Besuch bekommen. Liefen eigentlich die Motoren noch, als Sie kamen? Nein, warum? Ach, ich meine nur. Wer sind Sie? Hallo. Was machen Sie hier? Oh, Sie sind sicher Sergeant Birrell. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Finbo, Peter Finbo. Hier ist meine Karte. Ich wollte Sie in Ihren Ermittlungen nicht unterbrechen. Kriminalassistent Fraser war so liebenswürdig, mir zu gestatten, hier auf Sie zu warten. Was wollen Sie hier? Ich komme aus London. Ich bin ein Freund von Mr. Capell. Er kennt meine kleinen Schwächen und war so liebenswürdig, mich zu benachrichtigen. Was denn für Schwächen? Ich schreibe. Ich interessiere mich vorwiegend für delikate Themen aus der Welt der Kriminalistik. Presse? Nein, nein, das nur ab und an. Meine Ambition fällt mir aufs Gebiet der Literatur. Aber wenn Ihnen daran gelegen ist, könnte ich da sicher etwas für Sie tun. Ich bin Mitarbeiter einer großen Londoner Tageszeitung und ich bin überzeugt, dass man dort nicht abgeneigt wäre, über diesen doch anscheinend sehr attraktiven Fall zu berichten. Gewiss ein ungemein interessanter Fall. Ja, ich habe mir immer schon gewünscht, einmal bei der Aufklärung eines Mordfalles dabei sein zu dürfen. Und zwar so ganz von Anfang an. Deswegen bin ich auch so Hals über Kopf hierher gekommen.
Das ist richtig, Mr. Finbo. Wenn Sie etwas davon haben wollen, dürfen Sie die ersten Schritte nicht versäumen. Sonst entgeht Ihnen der logische Aufbau des Ganzen. Ja, muss faszinierend sein, sich den Weg durch das Labyrinth eines so rätselhaften Falles zu bahnen. Es zählt zu den spannendsten Abenteuern dieser Welt, wenn man das so sagen darf. Ich bin überzeugt, Sie sind der richtige Mann für diesen Fall. Am besten, Sie kommen gleich mit. Dann zeige ich Ihnen die Daten, die ich bis jetzt zusammen... Oh ja, das ist außerordentlich liebenswürdig, Sergeant. Dass unser Urlaub so enden musste. War nicht im Sinne des Erfinders. Der arme Roger. Liebling. Lass mich bitte. Ich glaube, wir sollten hineingehen. In unserem Alter muss man seiner Gesundheit gegenüber etwas rücksichtsvoll sein. Das ist Maidenhead. Hier wollte Roger frühstücken. Dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Ich habe einen Riesenhunger. Ist es noch weit? Wir sind bald da. Du hast den Mord doch nicht begangen. Nein. Und Birell glaubt, dass du es getan hast. Doch lächerlich. Natürlich, drum glaubt das ja. Ihr vertretet mich das Prinzip, die unwahrscheinlichste Person ist der Mörder, drum ist auf dich verfallen. Aber hast du ihn das hoffentlich ausgeredet? Im Gegenteil, ich habe ihn drin bestärkt. Bist du aber Trost? Hör zu ihm. Ich brauche ein paar Tage freie Hand. Solange er glaubt, dass alles glatt läuft, wird er sich ruhig verhalten und Scotland Yard das zum Spiel lassen. Würde Scotland Yard dich denn so stören? Ja, natürlich. Die könnte man doch mit ihrer wissenschaftlichen Detektivarbeit den ganzen Spaß verderben. In der Zwischenzeit ist man am Herrenhaus eingetroffen. Was heißt Herrenhaus? Fast schon ein Schloss. Wer von Ihnen ist Mr. Turton? Das bin ich. Ja, Mr. Snow hat mich beauftragt, Sie hier zu erwarten. Ich bin die Haushälterin, Mrs. Tufts. Sehr erfreut. Mrs. Tufts, könnten wir wohl ein Frühstück bekommen? Ach, es ist 12 vorbei. Jetzt gibt's kein Frühstück mehr. Das kann man nicht von mir verlangen. Ja, aber wir haben heute noch nichts gegessen. Um 1 gibt's Lunch. So lange können Sie ja wohl warten. Ich zeige Ihnen jetzt die Zimmer. Der weibliche Burrell. Merkwürdig, wie hilflos alle Engländer sind, wenn sie mit einer handfesten Grobheit konfrontiert werden. Du glaubst vielleicht auch, aber Ian, ich weiß doch genau, dass du es ebenso wenig getan hast wie ich. Trotzdem wäre es ganz gut, einen Beweis dafür in Händen zu haben. Ach, gib dir keine Mühe. No. Am Ende kommt Birrell auf die Idee und führt dich ab. Dann bist du schuld daran. Du hast dich auch noch darin unterstützt. Na, beruhige dich, es ist wirklich kein Grund zur Aufregung. Ja, du hast leicht reden. Dir kann ja nichts passieren. Na, dir auch nicht. Immerhin hast du ein einwandfreies Alibi, wie ich soeben festgestellt habe. Wieso? Na, schau dir das mal an. Was ist denn das? Das ist dein Zeitplan. Ich habe ihn nach deinen und Birrells Informationen zusammengestellt. Natürlich stimmt er nicht auf die Minute, aber wir haben damit immerhin einen gewissen Überblick. Und was willst du damit beweisen? Ne? Hast du ihn gelesen? Ja. Na, dann komm doch mal her. Pass auf. Hier. An dieser Stelle habt ihr festgemacht. Mhm. Bis zur letzten Flussbiegung ist es eine Dreiviertelmeile. Mhm. Zum Glück habt ihr nur die Zündung abgestellt. Die Fahrtenregler standen also noch auf dem alten Stand. Auf die Weise konnte ich die Geschwindigkeit ziemlich genau rekonstruieren. 2 bis 2,5 Knoten in der Stunde. Das bedeutet, dass der Mord frühestens 5 bis 10 Minuten nach 9 begangen worden sein kann. Alle sagen aber aus, dass du bereits um 9 in der Kajüte warst und sie erst mit Avis wieder verlassen hast. Aha. Also, bist du jetzt beruhigt? Ja, ja, das klingt ganz überzeugend. William hat behauptet, es müsste nach 9.15 Uhr gewesen sein. Wenn das stimmen würde, dann wäre er sofort aus dem Schneider. Während so? Während so im Augenblick jeder außer dir als Mörder in Frage kommt. Jeder? Jeder. Eines wundert mich besonders. Was? Das Logbuch. Man sollte doch annehmen, dass es aus einem bestimmten Grund verschwunden ist. Und da wäre? Ich weiß es nicht. Was stand denn drin? Nichts als das, was wir jeden Tag getan haben. Ab und zu ein fauler Witz. Roger muss etwas für den Mörder unmittelbar Belastendes eingeschrieben haben. Die Geheimnisse des Dr. Mills. Sei nicht so albern. Und warum ist der Wimpel verschwunden? Dafür weiß ich auch keinen Grund. Frage mich, ob der Betreffende ihn nicht eben deshalb über Bord geworfen hat, weil er keinen Grund dafür hat. Das ist mir zu hoch. Nehmen wir mal an, der Mörder hätte einen triftigen Grund gehabt, sich das Logbuch vom Hals zu schaffen. Wenn er dann den Wimpel gleich mit wegwirft, muss doch jeder annehmen, dass zwischen den beiden fehlenden Gegenständen ein Zusammenhang besteht. Ja. Ja, das ist einleuchtend. Bewusste Irreführung sozusagen. Ich glaube, das wäre schon eine Erklärung, ne? Was meinen Sie denn, Mr. Finbo? Nun, ich habe eigentlich selten eine ausgeprägte Meinung. Aber an einen reinen Zufall würde ich eigentlich auch nicht glauben. Und was ist Ihrer unausgeprägten Meinung nach der Grund?
Nun, auf gut Glück könnte man die Vermutung aufstellen, dass der Wimpel zunächst dazu benutzt wurde, um Fingerabdrücke zu vermeiden. Und dann in den Fluss geworfen wurde. Aber wie gesagt, sehr viel Staat ist damit auch nicht zu machen. Das ist aber gar nicht so ohne. Woher wollen Sie das denn wissen? Ich sagte, es ist eine Vermutung. Was ist? Nichts? Gar nichts, Chef. Kein Zweifel, über Bord geworfen. Die einzige Möglichkeit. Erledigen Sie jetzt den Transport, ich kümmere mich ums Labor. Ja, gut, Chef. Und dann fahren Sie sofort zu dem Haus. Die Leute im Auge behalten. Ja, Chef. Die Hausdame kommt vielen nicht geheuer vor. Bisher hatte man in diesem Hause immer die Höflichkeit, sich rechtzeitig anzukündigen. Aber nicht wie Sie, 2 Stunden vorher. Das tut mir wirklich sehr leid, Mrs. Tufts, aber die Umstände... Und dann 7 Mann hoch, ohne Frühstück, mittags um 12, ist mir mein Lebtag noch nicht untergekommen. Ich muss mich sehr wundern über solche exzentrischen Gewohnheiten. Das war nicht zu ändern, es gab da gewisse Schwierigkeiten. Ja, mich bringen Sie in Schwierigkeiten. Und Sie können sich doch denken, dass Vorsorge getroffen werden muss, wenn Gäste kommen. Wir wollen Ihnen natürlich so wenig Umstände wie möglich machen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Mrs. Tufts? Ich tue das wirklich gerne. Ach, ich brauche keine Hilfe. Ich bin gewohnt, das Haus allein zu führen. Ja, ich glaube, wir müssen ja noch eine Weile den Hof machen. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wisst ihr, wo Philipp ist? Draußen im Park. Mit unserem Sherlock Holmes. Mr. Finbo. Übrigens mein Kompliment. Ihre Tonia ist eine ganz reizende junge Dame. Ah ja, ein fabelhaftes Mädchen. Wir verstehen uns großartig. Kennen Sie schon lange? 2 Monate. In Paris haben wir uns kennengelernt, auf einem Atelierfest. Ich war auf der Stelle von ihr fasziniert. Tonia hat sich offensichtlich auch für mich interessiert. Einige Stunden später haben wir uns gestanden, dass wir wahnsinnig ineinander verliebt sind. Das war schnell gegangen. Hinterher sind wir noch 8 oder 9 Wochen in Paris geblieben. Na ja, und dann sind Sie hierher gekommen. Zu der Bootsparty. Ja. Und nun diese Geschichte hier. Ja, ja, ist eine unangenehme Sache. Ich verstehe das nicht. Wir haben uns alle so prima verstanden. Anfangs hat es Tonia ja nicht so recht gefallen. Ach ja? Sie war irgendwie anders als sonst. Aber das... Hallo. Störe ich? Herr Liebling. Aber nein, wir haben gerade von Ihnen gesprochen. Ich störe also doch. Das sei nicht albern. Ich habe gerade erzählt, dass es dir anfangs nicht so recht gefallen hat. Wieso? Na, weil du dich über Roger geärgert hast. Das stimmt doch nicht. Wie kommst du denn darauf? Man sollte jetzt vielleicht nicht drüber reden, aber Roger war halt manchmal etwas taktlos und... Das bildest du dir ein. Neu, Blue Peptides Uplift Cream mit SPF 30. Straffere Haut in nur 4 Stunden. Biotherm. Ziemlich komisch, unsere Situation, was? Komisch? Ja, ich meine, einer ist dabei, der das ganze Puzzlespiel versteht. Die anderen rätseln herum, wer es gewesen sein könnte. Nur wenn du es so nimmst. Und zwar einer ganz besonders, habe ich den Eindruck. Ja. Dieser Mr. Finbo. Ist doch ganz natürlich, dass er sich dafür interessiert. Vielleicht ist das zufällig sein Beruf. Polizist, meinst du? Wäre doch möglich. Danach sieht er mir nicht aus. Jedenfalls so harmlos, wie er tut es dann nicht. Irgendetwas ist daran faul. Er kann mir doch nicht weismachen, dass er nur gekommen ist, um seinem Freund Ian in einem kritischen Moment das Händchen zu halten. Im ersten Stockwerk befindet sich die prunkvolle Bibliothek. Warum spielen Sie nicht mit offenen Karten? Für wen arbeiten Sie eigentlich? Ich kann ja verstehen, dass Sie misstrauisch sind. In Ihrer Lage vermutet man hinter jedem nicht übermäßig intelligenten Gesicht einen Detektiv. Aber ich versichere Ihnen, dass ich ausschließlich zu meinem Privatvergnügen hier bin. Das können Sie vormachen, wem Sie wollen, aber nicht mir. Geben Sie es doch zu, dass Sie nur hier sind, um uns zu bespitzeln. Mein lieber William, von Ihnen hätte ich am allerwenigsten erwartet, dass Sie so schnell die Nerven verlieren. Ich verliere nicht die Nerven. Es passt mir nur nicht, dass Sie uns beschnüffeln. Nun hören Sie mir einmal zu. Ich bin hierher gekommen, weil mein Freund Ian mich darum gebeten hatte. Für den Fall nämlich, dass ich ihm behilflich sein kann. Ihnen und den anderen natürlich auch. Meine Anwesenheit hat aber nur einen Sinn, wenn ich einigermaßen über alles im Bilde bin. Sie müssen mir also schon gestatten, dass ich mich ein bisschen informiere. Nur so wäre ich nämlich in der Lage, Ihnen zu helfen. Wie wollen Sie das anstellen? Oh, ich habe ein paar ganz gute Verbindungen. Zur Polizei? Auch. Sie sind sich anscheinend nicht klar darüber, dass Ihre Lage weitaus unangenehmer sein könnte, als sie es im Augenblick ist. Ich denke da an gewisse Maßnahmen von offizieller Seite. Die könnten Ihnen erspart bleiben, wenn ich mich entsprechend dafür verwende.
Ach, bitte, Ian. Was ist denn, Adios? Ian, du musst mir helfen. Was ist denn geschehen, um Gottes Willen? Sie glauben alle, ich bin es gewesen. Aber Avis. Aber Sie müssen es doch glauben. Aber ich hoffe, Sie noch die Idee. Nach Rogers Tod bin ich allein Erbin des Familienvermögens. Weißt du das nicht? Sie müssen doch einfach glauben, dass ich es gewesen bin. Aber es ist doch Unsinn. Ich habe solche Angst. Außerdem, solange Finbo hier ist, kann dir gar nichts geschehen. Wirklich? Auf den kannst du dich verlassen. Er muss mir helfen, Ian. Der bringt schon alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Er muss beweisen, dass ich es nicht gewesen bin. Ich werde mit ihm sprechen. Später, beim Billard, hat er die Möglichkeit zum Sprechen. Dieser William ist ein aggressiver junger Mann. Er macht so gar kein Geheimnis draus, dass er mich nicht leiden kann. Er wollte nicht, dass du herkommst. Ja, der vermutet alles Mögliche hinter mir. Meinst du, er hat etwas zu verbergen? Na, mein lieber Ian, ich glaube, dass es bei eurer reizenden kleinen Bordgesellschaft niemanden gibt, der nichts zu verbergen hätte. Finbo, ist es nicht schrecklich, diese jungen Leute jetzt der Reihe nach verdächtigen zu müssen? Ja, einer von ihnen hat es getan. Avis hat Angst. Man würde glauben, sie hätte Roger umgebracht. So, warum denn? Um an sein Geld zu kommen. Was doch Blödsinn. Hm? Aber vielleicht Christopher. Nach der Hochzeit käme das Vermögen ja auch ihm zugute. Ach, weißt du, das sind alles Vermutungen, die vorläufig noch zu nichts führen. Erst muss ich mir über ein paar psychologische Zusammenhänge Klarheit verschaffen. Bevor ich mir nämlich über die Beziehungen zwischen Avis, Christopher und Roger nicht im Klaren bin, kann ich auch das andere nicht einordnen. Am liebsten würde ich mit dir ganz weit wegfahren. Wo wir alleine sind und wo uns nichts mehr an hier erinnert. Wir können uns ja mal überlegen, wo wir hinfahren wollen. Irgendwo in den Süden vielleicht. Wie wär's denn mit den Balearen? Ich war neulich auf Ibiza. Eine zauberhafte Gegend. Nicht bei Ihnen? Was? Na, du warst auch schon dort. Wo? Auf Ibiza. Ja, natürlich, ja. Ideal für Flitterwochen. Oder haben Sie nie daran gedacht, zu heiraten? Natürlich wollen wir heiraten. Aber Philipp ist ja nicht einmal imstande, seine eigene Hochzeit zu arrangieren. Liebling, das überlasse ich ganz dir. Sowas kostet mich zu viel Nerven. Na, sehen Sie, ich muss es tatsächlich selbst in die Hand nehmen. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass die Initiative von der Dame ausgeht. Und dabei ist er nur zu faul. Sag, Liebling, wäre das nicht wundervoll, wir beide in Ibiza? Wollen wir nicht hinfahren? Ich würde mich so freuen. Du meinst von mir aus. Ach, da kommt ja auch unser zweites junges Paar. Kommen Sie, setzen sich zu uns. Ich habe gerade Philipp und Tonia vorgeschlagen, ihre Flitterwochen auf den Balearen zuzubringen. Wie steht's denn mit Ihnen? Ich weiß nicht. Wir können noch keine Entscheidung treffen, bevor wir nicht wissen, wer es... Euer liebes Kind. Ich finde, Sie machen sich zu viel Kopfzerbrechen. Sie können sich doch nicht Ihr Leben durch diese Geschichte beeinflussen lassen. Das finde ich auch, Elvis. Du solltest dir nicht so zu Herzen nehmen. Ihr habt's doch nun einfach. Ihr könnt jederzeit nach Italien. In Rogers Haus. Philipp, findest du das sehr geschmackvoll, das jetzt zu sagen? Wieso? Das gehört ihr doch jetzt. Stimmt's, Elvis? Ja. Aber ich finde es gemein, das jetzt zu sagen. Ich hoffe, du lädst uns mal ein. Es wird dir bestimmt gefallen. Direkt am Meer. Vor 3 Jahren haben wir alle dort Ferien gemacht. Der arme Roger. Wisst ihr noch, wie wir abends auf der Terrasse gesessen und Wein getrunken haben? Das waren wunderbare Nächte. War William auch dabei? Natürlich. Wo steckt er überhaupt? Der sitzt wahrscheinlich in der Bibliothek und liest. Was soll ich ihn holen? Vielleicht weiß er gar nicht, dass wir hier sind. Ach, lass ihn. Wenn der ein Buch in der Hand hat, ist mit ihm nichts anzufangen. Wisst ihr noch, wie er Roger über die Gitarre versteckte? Oh, mein Gott, ja. Roger hat sie halb tot geärgert. Was Schlimmeres hätte man ihm gar nicht antun können. Schade, dass du nicht dabei warst. Wir haben uns ja damals noch nicht gekannt. Ich war ja in Nizza. Ja, und hast Musik studiert. Stellt euch das vor, sie hat Musik studiert. Was gibt dir da zu lachen? Ausgerechnet Musik. Du hättest deine wahre Freude an Roger gehabt. Der hat uns nämlich jeden Abend seine italienischen Lieder vorgespielt. Wir durften nicht eher ins Bett gehen, bis er sie nicht alle durch hatte. Ich habe gar nicht gewusst, dass man in Nizza Musik studieren kann. Dann weißt du es eben jetzt. Roger hat halt ein paar Mal Ferien gemacht. Du hättest ihn leicht treffen können. Red doch keinen Quatsch. Meinst du, ich hätte jeden gekannt, der in Nizza rumgelaufen ist? Ian, euer Mord hat seine merkwürdigen Seiten. Warum tun sich zum Beispiel Tonia und Philipp so demonstrativ zusammen nach dem Mord?
wohingegen Evis und Christopher sich eher meiden. Als ich vorhin von Flitterwochen sprach, da konnte man doch merken, dass Tonia Philipp am liebsten sofort heiraten möchte. Während Evis Christopher im Augenblick jedenfalls überhaupt nicht heiraten will. Ist doch merkwürdig, was? Finden wir das aber fair. Tonia will heiraten und Evis nicht. Was ist daran merkwürdig? Es handelt sich nicht darum, ob sie heiraten wollen oder nicht. Es handelt sich darum, dass sowohl das eine wie das andere etwas mit Rogers Tod zu tun hat. Na, oder warum ist Tonia so erregt? Und was war in Nizza los? Hat doch völlig die Beherrschung verloren, als Evis ihr vorhin sagte, dass Roger seine Ferien dort mancher verbracht hat. Himmel, du hörst das Gras wachsen. Das alles muss doch mit Rogers Tod nicht das Geringste zu tun haben. Ja, das mag sein, aber ich möchte wetten, dass es in Tonias Leben manches gibt, wovon wir keine Ahnung haben. Sie sind ein ruhiger, ernster Mensch. Aber die anderen, diese Playboys, oder wie das heutzutage heißt, Filous, sagten wir früher, die wissen nichts anderes mit sich anzufangen, als sich zu vergnügen. Ich hab nichts gegen junge Leute. Ich war selber mal jung. Oh, ich war sogar sehr jung. Aber glauben Sie, wir hätten uns so benommen? Wir haben uns auch amüsiert. Aber wir wussten, was sich gehört. Aber schauen Sie sich Ihre Freunde doch an. Vor allem diese eine junge Dame da mit ihrem, naja, Verlobten. Die haben doch jeden Begriff von Anstand und Sitte verloren. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen die moderne Zeit. Aber Ordnung muss sein. Sogar gewisse ältere Herren scheinen das hier vergessen zu haben. Wahrscheinlich halten Sie sich auch noch für Gentlemen. Sie wissen, wen ich meine. Aber ich sage Ihnen, ein Gentleman ist nur ein Gentleman, wenn es sich auch wie ein Gentleman aufführt. Ach, meine liebe Mrs. Tufts, darf ich Sie einen Augenblick unterbrechen? Dieser Herr möchte mit Dr. Garnett sprechen. Wer sind Sie? Gehören Sie etwa auch noch zu dieser Gesellschaft? Ich heiße Beret. Sergeant Beret von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Oh. Oh, da sind Sie hier genau richtig, junger Mann. Da können Sie gleich mal nach dem Rechten sehen. Ich hab's mir gedacht, dass hier etwas nicht stimmt. Nein, nein, Sergeant Birrell möchte nur ein paar private Auskünfte einholen. Denken Sie nicht gleich das Schlimmste. Nur, ich denke, was mir passt. Und ich sage, was mir passt. Von Ihnen lasse ich mir nicht den Mund verbieten, mein Lebtag nicht. Nur wird mir nämlich einiges klar. Mein lieber Sergeant, Sie hatten besser nicht gesagt, dass Sie von der Polizei sind. Wie Sie sehen, ist Mrs. Tufts eine sehr energische Person. Das tut mir sehr leid. Ja, ja, das ist schon gut. Ja, ich lasse Sie jetzt allein. Dr. Garnett, ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Wir haben die Yacht jetzt sehr genau untersucht. Es wird Sie interessieren, die einzigen Fingerabdrücke, die wir gefunden haben in der Nähe der Leiche, befinden sich auf dem Steuerrad. Das interessiert mich nicht im Geringsten. Da können Sie jetzt nicht rein. Wieso denn nicht? Wie reden Sie denn mit mir? No, genau wie mit Leuten, hinter denen die Polizei ist. Polizei? Jawohl, und zwar die Kriminalpolizei. Genau die ist nämlich da drin. Ich wollte mir was zu lesen holen. Na, da müssen Sie später kommen. Das geht jetzt nicht. Sergeant Bell? Ach, Sie kennen ihn. Hm. Hatten also schon was zu tun mit der Kriminalpolizei. Sieh einer an. Ach, da ist mir ja ein schöner Verein ins Haus geraten. Wenn ich das gewusst hätte. Am Ende macht man hier noch Durchsuchungen. Durchsuchungen? Ach, Mr. Finbow, dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten? Ja, aber gerne. Worum handelt es sich? Der Vorstand meiner Firma hat mich für morgen nach London bestellt. Ich habe gestern diesen Brief bekommen. Ob Birrell wohl was dagegen hat, wenn ich hinfahre? Ach, ich will mal mit ihm sprechen. Aber ich glaube schon, dass es geht. Ich habe da einen gewissen Einfluss auf ihn. Ich wäre ihm wirklich sehr dankbar. Was wollen Sie denn von Ihnen? Ein paar vertrauliche Fragen stellen, schreiben Sie. Na, ich werde es überstehen. Und dann muss ich natürlich noch zum Vertrauensarzt, ob ich dem Klima da unten gewachsen bin. Na, ich nehme an, Sie brauchen sich da keine Sorgen zu machen. Natürlich nicht. Warum auch? Ich habe mich zwar noch nie untersuchen lassen, aber ich war von jeher überzeugt, dass ich dabei nichts zu befürchten habe. Na schön. Dann will ich immer die Daumen drücken. Danke. Trinken Sie etwas? Nein, vielen Dank. Weshalb ist Burrell denn gekommen? Nur die Fingerabdrücke. Auf dem Steuer, die sind von William. Von wem sonst? Er hat es ja in der Hand gehabt, wie er die Yacht festgemacht hat. Aber der Mörder vermutlich auch. Als er das Schiff wieder auf Kurs brachte. Aber man hat nur die von William gefunden. Sonst keine, auch die von Roger fehlen. Das ist allerdings eigenartig. Woher finden Sie?
Ich finde das eigentlich ganz normal. Der Mörder hat seine Fingerabdrücke abgewischt und dabei die von Roger auch. Und später hat dann William, wie Sie selbst eben sagten, das Steuer in die Hand genommen. Ich möchte Scott und Yard einen kleinen Besuch abstatten. Mireille hat sie verständigt, aber ich möchte nicht, dass sie einen ihrer Leute herschicken. Das ist mir noch zu früh. Wie willst du denn das machen? Ich habe dir doch von Allen erzählt. Der hat einen sehr einflussreichen Posten dort und ich bin gut mit ihm befreundet. Mir fehlen da noch ein paar Informationen. Himmo, sag einmal, was hältst du eigentlich von William? Seine Fingerabdrücke zum Beispiel? Die haben überhaupt nichts zu bedeuten. Wichtig ist nur, dass die von Roger fehlt. Finbo, überleg doch mal. Roger, ein erfolgreicher Spezialist mit einem ausgezeichneten Ruf, der ist auch direkt eine Berühmtheit. Gutgehende Praxis und William, kleiner Assistenzarzt, tüchtig, sehr ehrgeizig, schlecht bezahlt, immer im Schatten von Roger. Da wäre es noch denkbar. Ja, wieso? Hatten die beiden miteinander beruflich zu tun? Ja, William arbeitet auf dem gleichen Gebiet. Ah. Roger hat vor einiger Zeit eine sehr erfolgreiche Arbeit mit ihm gemeinsam veröffentlicht. Roger hatte daran natürlich den Hauptanteil, aber er wollte William eine Chance geben. Ne? Er war immer sehr großzügig mit William. William war aus kleinen Verhältnissen und Roger hat sehr viel für ihn getan. Aha. Und nun ist William tief betrübt, einen so selbstlosen Freund und Gönner verloren zu haben. Nein, das ist er doch nicht. Eben. Na, das würde doch meine Vermutung stützen, dass William Roger ausgenutzt hat, um hochzukommen und dann hat er ihn umgebracht. Ja, aber alle fünf können ihn doch nicht umgebracht haben. Das habe ich auch gar nicht behauptet. Ja, du stützt deine Vermutung doch auf die Tatsache, dass William über Rogers Tod nicht sehr betrübt ist. Ja. Dasselbe trifft doch auf alle anderen zu. Fillmore, willst du behaupten, dass sich alle fünf nicht viel aus Rogers Tod gemacht haben? Ja, mein Lieber, ganz genau das will ich behaupten. Ich glaube, Roger war bei eurer kleinen Bootsgesellschaft nicht sehr beliebt. Hier, das dürfte Sie interessieren. Sie stehen alle in der Zeitung. Na hier! Aber ich habe doch Birrell ausdrücklich um Diskretion gebeten. Ach, ich frag mich, ob ich noch länger in diesem Haus bleiben soll. Hier bin ich meines Lebens ja nicht sicher. Tatsächlich, alle Namen. Ja, bei einem so attraktiven Fall wie dem Ihren ist es nicht zu vermeiden, dass die Presse darüber berichtet. Geheimnisvoller Tod eines bekannten Krebsspezialisten. Gefährlich, lesen vor. Ja, da haben die heute Mittag auch noch getanzt. Eine Schande. Der Bordgesellschaft sollen angehört haben, Doppelpunkt. Miss Avis Loring, die uns wegen der auffallenden Toilette auf dem letzten Künstlerball in Chelsea in lebhafter Erinnerung ist. Fühlst du dich nicht wohl? Nein, ich friere nur. Donnerwetta, Avis, was hast du da angehabt, dass du noch in so lebhafter Erinnerung bist? Ich könnte mir vorstellen, dass man sich vor allem an das erinnert, was ich nicht anhatte. Mrs. Tufts, könnte ich vielleicht in meinem Zimmer geheizt bekommen? Geheizt? Zu dieser Jahreszeit? Das geht nicht. Es sind keine Kohlen im Haus. Mr. Ian Capel, ein wohlbekannter Clubmann. Hast du gehört ihn? Und Mr. Philip Wade, Seymour, der Sohn des Newcastler Schiffsmagnaten. Kann man nicht welche besorgen? Oder Holz? Dazu ist es jetzt zu spät. Christopher, man muss doch im Zimmer heizen können. Du kannst doch wirklich unmöglich von ihm erwarten, dass er jetzt noch losgeht und Kohlen holt. Ich rede mit Christopher. Hör doch jetzt auf. Todesursache soll ein Schuss in die Brust gewesen sein. Soll es gut. Sergeant Birrell von der Kriminalpolizei Windsor führt die Untersuchung. Ich glaube, ich gehe jetzt am besten ins Bett. Gute Nacht. Mit einer offiziellen Stellungnahme zu dem mysteriösen Vorfall ist in allernächster Zeit zu rechnen. Finbo! Ja? Warum hast du eigentlich behauptet, dass Sie Roger alle fünf nicht gemocht haben? Findest du, dass sie sich wie Menschen benehmen, denen man eben einen lieben Freund umgebracht hat? Ja, bei William bin ich deiner Meinung, das weißt du. Aber die anderen? Ja. Denk doch nur an Philipp. Wie er die Zeitungsmeldung von dem Mord vorgelesen hat. Er hat sich doch gerade so einen Spaß daraus gemacht. Ja, gewiss, das war ein bisschen geschmacklos. Oder erinnerst du dich, wie vom Verschwinden des Logbuchs die Rede war und von eurem Italienaufenthalt? Welcher Gleichgültigkeit? Ich möchte fast sagen, Abfälligkeit. Er und Christopher ihre ironischen Bemerkungen über Roger gemacht haben. Ja, mag sein, dass du bei vielem recht hast. Vielleicht macht er sich wirklich nicht viel aus Rogers Tod. Aber auf Christopher trifft es doch nicht zu. Ja, Christopher macht sich Sorgen. Aber nicht wegen Roger, sondern wegen Avis. Ja, ja. Da er ein Gentleman ist, bemüht er sich natürlich, ein betrübtes Gesicht zu machen. Aber wirklich traurig ist er nicht. Ebenso wenig wie Philipp. Na, Philipp, du kannst doch nicht behaupten,
Sie hätten Roger umgebracht, bloß weil Sie nicht so traurig sind, wie wir es erwarten. Ja, also ich finde, Sie gehen Ihrer Gleichgültigkeit einen Schritt zu weit. Jedenfalls Evis hat Rogers Tod nicht gleichgültig gelassen. Ja. Aber man kann auch nicht behaupten, dass nur der Kummer um Roger Sie so aus der Fassung gebracht hat. Und weshalb ist Evis so verzweifelt und weint? Tja, das weiß ich nicht. Aber für mich klingt das nicht echt. Ich glaube, das ist nur gespielt. Ja, Evis ist doch völlig fertig. Das spielt sie uns doch nicht vor. Evis hat Angst. Und deswegen ist sie mit ihren Nerven so am Ende. Und diese Angst, die ist echt. Die ist nicht gespielt. Und wovor hat sie Angst? Ich sehe noch nicht dahinter. Wenn ich nur wüsste, warum die heute Abend unbedingt Feuer haben wollte. Meinst du, dass es eine Bedeutung hatte? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie große Angst hat. Ebenso wie Tonia. Tonia hat ja Roger kaum gekannt. Warum sollte sie sich seinetwegen große Sorgen machen? Sie macht sich aber welche. Und das ist das Erstaunliche. Bitte dich, so benimmt man sich doch nicht. Wenn jemand ermordet wurde, der nichts weiter als ein liebenswürdiger Gastgeber war, weil jemand eben erst kennengelernt hat. Schon gar nicht ein Mädchen ihres Schlages. Fimbo, ich weiß nicht, ob du mit all dem recht hast. Ich kann es einfach nicht glauben, dass sie alle Roger nicht leiden konnten. Da müssen doch irgendwelche Gründe dahinter stecken. Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich einen großen Schritt weiter. Hast du übrigens bemerkt, wie William heute auf die Zeitungsnotiz reagiert hat? Du hast das Lachen auch bemerkt? Na ja, ziemlich verblüffend, was? Ich glaube, ich werde mich morgen auch mal in dem Krankenhaus, wo er arbeitete, umsehen. So, jetzt sollten wir aber wirklich schlafen. Und deine vorläufige Meinung? Ich habe noch keine. Ich beginne mich zu fragen, was der wahre Roger wohl für ein Mensch gewesen ist. Ellbogen, Glück und vor allem durch diese wissenschaftliche Arbeit, die er vor 2-3 Jahren mit dem jungen William Garnett veröffentlicht hat. Das ist ein begabter Mensch, der Garnett. An der Arbeit konnte selbst Roger Mills nichts verderben. Ja, halten Sie es für möglich, dass Garnett für seine Nachfolge in Frage kommt? Ja, aber durchaus. Und welchen Vorteil würde ihm das bringen? Geld, Erfolg. Er wäre mit einem Schlag ein gemachter Mann. Schildern Sie doch mal den Eindruck, Dr. Parfitt, den Sie von Mills haben. Wenn Sie meine Meinung als Arzt hören wollen, wissenschaftlich war Mills eine absolute Null. Ein Angeber war er. Was er sagte, war gewöhnlich falsch oder völlig belanglos. Ich habe gehört, er hat viel für Garnett getan. So hat er es vielleicht dargestellt. In Wirklichkeit hat er nur sich selbst damit einen Gefallen getan. Ausgenützt hat er Garnett, das war alles. Ja, wie kam es denn zu der Zusammenarbeit an der wissenschaftlichen Veröffentlichung? Das war ein ganz gemeiner Betrug. Mills hat keinen Strich dabei getan. Ja, aber Sie haben sie doch gemeinsam veröffentlicht. Ja, das war so. Garnett hatte kein Geld und wollte die Untersuchungen unbedingt durchführen. Mills hatte davon gehört und ihm ein Stipendium verschafft. Ja, und den Erfolg hat Mills für sich ausgenutzt. Schlimmer noch. Er hat später nur mehr von meiner Arbeit und meinen Erfolgen gesprochen und ist bei den Leuten sogar damit durchgekommen. Ja, und wie hat er über Garnett gesprochen? Ja, ungefähr so, als ob William Garnett das Musterbeispiel dafür wäre, was ein intelligenter junger Mann leisten kann, wenn er in die richtigen Hände kommt. Übel konnte einem dabei werden. Kann ich sonst was für dich tun? Ja, das sind noch zwei Sachen. Es gibt ein Testament von einem verstorbenen Onkel von Roger Mills. Er und Evis sollten davon profitieren. Hm. Mich würden die genauen Bestimmungen interessieren. Und zweitens... Ja, hallo? Ja, ist gut. Nizza. Hallo, Doyle. Wie geht's? Na, ist fein. Also passen Sie auf. Eine Miss Tonia Gilmore, da unten bei euch Musik studiert. Ja, Gilmore. Ja. Und ein gewisser Dr. Roger Mills hat ein paar Mal seine Ferien da verbracht. Jetzt fahren Sie mal Ihre Antenne aus und versuchen Sie, was rauszukriegen. Was? Ja, natürlich eilt sie, Schlaumeier. Wann? Naja, sagen wir in der nächsten halben Stunde. Ja, okay. Wiederhören, Doyle. Viel Glück. Er ist ein guter Mann. Hat einen exakten Riecher. Ich wette, bis spätestens morgen weißt du, wie du beiden so genau Bescheid, dass du sie erpressen kannst. Das heißt, ihn ja wohl nicht mehr. Ach so, ja, Testamentsbestimmung, sagtest du. Und zweitens? Lass doch bitte mal die Krankengeschichten von Roger Mills durchschauen. Ob da ein Christopher Tarrant dabei ist. Vermutest du einen Zusammenhang? Naja, man wird sehen. Also schön. Du kriegst deine Krankengeschichte, falls eine existiert.
Sonst noch was? Nein, nein, danke, das wär's für einen Augenblick. Schick mir die Sachen bitte postlagernd Maidenhead. Ich möchte nicht haben, dass jemand was davon erfährt. Okay. Am späten Abend kehrt er zurück. Na nun, Avis. Was machen Sie denn hier? Guten Abend, ich konnte nicht schlafen, ich wollte mir noch ein Buch holen. Ja, ich gehe wohl am besten wieder ins Bett. Ach nein, bleiben Sie doch noch ein bisschen. Wollen wir was trinken? Ich könnte schon einen Schluck vertragen. Es war eine lange Fahrt und man ist schließlich nicht mehr der Jüngste. Oh, Sie sollten aber nicht so mit bloßen Füßen hier herumstehen. Kommen Sie, nehmen Sie sich eine Decke. Setzen Sie sich hierher. Wenn ich gewusst hätte, wer diese Bootsfahrt veranstaltet, hätte ich es dir bestimmt gesagt. Als du ihn wiedergesehen hast, hättest du es mir sagen sollen. Wollte ich nicht unnötig beunruhigen. Christopher gut zurückgekommen? Ja. Alles in Ordnung? Ja. Offenbar waren alle sehr mit ihm zufrieden. Wie schön. Sind Sie sicher sehr glücklich? Steht ja nichts mehr im Wege nach Malaya. War das das Logbuch? Was? Was Sie da eben verbrannt haben. Natürlich nicht. Wie kommen Sie darauf? War nur so eine Idee. Merkwürdige Ideen haben Sie, Mr. Finbo. Irgendetwas, das mit Roger zusammenhängt? Es war mein Tagebuch, wenn Sie es genau wissen wollen. Na ja. Es war nicht ungefährlich, so ein Tagebuch zu führen. Denken Sie darüber, was Sie wollen. Ja, das habe ich auch vor. Es ist ja auch alles so unwichtig. Roger ist mir in Nizza zufällig über den Weg gelaufen. Das war alles. Ein paar Monate später war ich ihm wieder leid. Ach, Liebling. Ich weiß nicht. Das ist alles so... Sicher war es nicht richtig von mir. Ich hatte solche Angst, du würdest mir böse sein. Und Roger hätte es bestimmt nicht lassen können, ständig zu sticheln, wenn wir es dir gesagt hätten. Wer weiß, wie du reagiert hättest. Ich wollte dich auch mit Roger nicht auseinanderbringen. Es wäre auch alles in Ordnung gewesen, wenn das hier nicht passiert wäre. Mach dir nichts aus. Bist du mir jetzt sehr böse? Oh nein, Liebling. Ich bin ja so froh, dass ich es endlich los bin. Ich hab dich sehr lieb, Philipp. Weißt du, ich muss es dir ganz einfach sagen. Langsam geht mir die ganze Geschichte auf die Nerven. Die Polizei wird es ja doch herausbekommen. Mich fragen, warum ich sie angelogen habe. Ach was, das wird sie nicht. Und wenn schon, was liegt daran? Was wollen Sie jetzt tun? Ja, was denken Sie? Es interessiert mich nicht. Ja, aber vielleicht interessiert es die Polizei. Und wenn schon? Nur um Beseitigung eines mutmaßlichen Corpus Delicti. So etwas muss Verdacht erwecken. Dann wird sie ganz hübsch in die Zange nehmen. Wird sie möglicherweise zwingen, Eröffnungen zu machen, die ihnen vielleicht sehr unangenehm sein werden. Und das alles vor Leuten, für deren gute Manieren ich mich nicht verbürgen möchte. Was wollen Sie also von mir? Erzählen Sie mir von Christopher und Roger und Ihren Beziehungen zu ihnen. Roger wollte mich unbedingt heiraten. Ich wollte nicht, ich mochte ihn nicht. Christopher daran gewusst? Nein. Sie haben es ihm nie erzählt? Nein. Lieben Sie Christopher eigentlich? Ach, ich habe ihn sehr gern. Aber Sie haben sich doch mit ihm verlobt. Ja. Vielleicht werde ich ihn eines Tages lieben. Ich würde es mir sehr wünschen. Und hat Roger sich dann immer noch um Sie bemüht? Ja. Ich konnte seine Zudringlichkeiten einfach nicht mehr ertragen. Jeden Abend hat er mich zum Dinner eingeladen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit hat er angerufen. Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Hier, von Ellen, Telegramm aus Nizza. Endlich kommt Licht in die Sache. Roger Mills, in leichtlebigen Kreisen bekannt, verkehrte dort seit 10 Jahren regelmäßig, oft in Gesellschaft verschiedener Damen. Lebte 2 Monate mit Miss Tonya Gilmore zusammen. Verließ sie plötzlich, kam nicht zurück. Sie wartete, geriet in Schwierigkeiten, machte Schulden, verließ Nizza.
Du, wer hätte das gedacht? Und das hat niemand gewusst? Ein reizender Junge, euer Roger. Lebt mit Tonia zusammen, macht gleichzeitig Evis Heiratsanträge. Du meinst, Philipp hat keine Ahnung? Nein, aber vielleicht weiß er es jetzt. Wenn sie klug ist, hat sie es ihm gesagt. Ob es allerdings die richtige Version ist, möchte ich bezweifeln. Aber komm, sonst versäumen wir noch Birels Tauchaktion. Mistverdammter. Es geht mir nämlich auf die Nerven, dass wir hier alle rumsitzen und jeder verdächtigt jeden. Philipp, Schatz, reg dich doch nicht so auf. Reg dich doch nicht so auf. Verdammt nochmal, als ob ich nicht allen Grund dazu hätte. Wirst du da wohl am besten wissen. Philipp. Meinst du, ich habe Lust, vor aller Welt den Gelackmeierten zu spielen? Nein, das darfst du nicht sagen. Du weißt doch, ich hab dich sehr lieb. Ich darf noch ganz was anderes sagen. Ich bezweifle, dass das jeder hier gern hören würde. Draußen auf der Themse. Glaubst du denn, dass Birell was findet? Natürlich nicht. Das müsste schon ein Riesenzufall sein. Aber lass ihm seinen Spaß. Das lenkt ihn ab. Komisch, dass niemand einen Schuss gehört haben will. Nun, in der Kajüte ist es laut hergegangen. Auch das Radio hat gespielt. Warum hat Birell sich so sehr dafür interessiert? Nur, er wollte wissen, wer es angestellt hat. Christopher, glaube ich, oder? Ja. Meinst du, das hat was zu bedeuten? Das ist schwer zu sagen. Es kann ein Zufall gewesen sein. Oder auch nicht. Nimm einmal an, Philipp hätte doch gewusst, dass Tonia mit Roger geschlafen hat. Und dann hätte er Tonia doch bestimmt nicht mit auf die Yacht genommen. Na, vielleicht hat er es dort erst erfahren. Das gäbe ein Motiv für ihn, das nicht von der Hand zu weisen ist. Naja, warten wir es ab. Noch was anderes. Alle haben von einer Pistole gewusst. Nur Philipp und Tonia nicht, als Einzige. Ist das nicht merkwürdig? Wenn wir wenigstens etwas tun könnten. Was denn zum Teufel? Warten. Das ist das Einzige, was wir tun können. Weiter nichts. Hör doch nicht ewig. Früher oder später wird man den Täter schon finden. Was guckst du mich dabei so an? Hab ich das? Weil glaube ich, dass wir alle gemeinsam diesen verdammten Mord begangen haben. Angenommen, Sie finden die Pistole. Was wäre damit bewiesen? Gar nichts. Ein Dreck würde sich ändern. Wart's doch ab und dreh nicht gleich durch. Trink nicht so viel, du verträgst das nicht. Morgen hau ich ab. Ob das jemand passt oder nicht. Ich bleib nicht einen Tag länger in diesem gottverdammten Kasten hier. Sergeant, Sie haben uns noch gar nichts von der Autopsie erzählt. Sie hat nicht viel ergeben. Es war ein 22er Geschoss, vermutlich aus einer Beretta. Aber solche Fälle werden natürlich nicht im Labor gelöst. Ja, da haben Sie recht. Mit Theorie fängt man keine Mäuse. Das ist genau meine Meinung. Ich bin Ihnen mein Mann der Praxis. Sergeant Birell, er hat was gefunden. Schiss! Anscheinend die Tatwaffe. Hab ich gesagt. Das vermisste Logbuch und der Wimpel. Natürlich, was denn sonst? Das Wasser hat bestimmt alle Fingerabdrücke vernichtet. Meine Herren, der Fall ist eindeutig. Jeder Zweifel ausgeschlossen. Aus welchem Grunde würde man wohl eine Pistole an ein Buch binden? Oder anders gefragt, was würde ein Mörder tun, wenn er sich seiner Waffe entledigen will? Sie über Bord werfen. Richtig. Wenn er aber nun an die Pistole einen schweren Gegenstand bindet, was können wir daraus schließen? Wenn ihr einen Wesengrund gehabt habt, sowas zu tun, dann bin ich das. Ach. Und wir hätten einen Grund dazu gehabt, meinst du? Natürlich müsst ihr hier einen Grund gehabt haben, sonst wäre er nicht so weit gegangen. Wie weit wärst du denn gegangen? Sag uns doch mal einen Grund, wenn du so genau Bescheid weißt. Auf jeden Fall gibt es hier eine ganze Menge von Leuten mit einer ganzen Menge von Gründen. Hört, hört. Unser Jüngster spielt Anwalt. Selbstmord? Selbstmord. Herr Inspektor, das müssen Sie uns unbedingt erklären. Meine Herren, wenn man sich selbst umbringt, kann man die Pistole nicht mehr wegwerfen. Ausgeschlossen. Deshalb bindet man die Pistole an einen schweren Gegenstand, den man über den Rand des Bootes hängt, der dann die Pistole hinter sich her ins Wasser zieht. Aber warum sollte er sowas tun? Damit der Selbstmord wie ein Mord aussieht. Ach, und Sie meinen, er hat doch vorher seine Fingerabdrücke abgewischt? Selbstverständlich. Er hat vorher alles genau durchdacht. Mills wollte nicht nur sich selbst umbringen, er wollte auch noch jemand anders zugrunde richten. Deshalb hat er seinen Selbstmord als einen Mord getan. Ein abscheulicher Gedanke. Aber wen, glauben Sie, wollte Dr. Mills damit ruinieren? Das können wir bis jetzt nur vermuten. Ich werde sofort einen Bericht schreiben. Scotland Yard wird Augen machen. Sag doch auch endlich mal was. Dann sitze ich da, als ob du dir zu schade wärst, mit uns zu reden. Denkst du vielleicht über Roger nach? Wie meinst du das? Ich habe dich gefragt, ob du über Roger nachdenkst. Lass ihn in Ruhe! Ja, wir machen uns hier alle wahnsinnig und Sie?
Ich möchte bloß mal wissen, was... Halt den Mund! Ich verbiete dir überhaupt... Du hast überhaupt nichts zu verbieten, Toni hat vollkommen recht. Er tut so, als ob sie kein Wässerchen trüben könntet, aber hat sie's faustdick hinter den Ohren. Moment mal, glaubst du nicht etwa, dass Evis... Ja, warum denn nicht? Wie fühlt man sich denn so als reiche Frau? Nun ist es aber genug. Du nimmst die Männer aus und wagst es, ihr so etwas vorzuwerfen. Du hast dir doch Philipp nur wegen seines Geldes geangelt. Ja, für dich ist es doch auch kein Nachteil, eine Frau mit Geld zu bekommen. Eine Frau mit Rogers Geld. Und mir wirfst du vor, ich hätte mir Philipp geangelt. Natürlich hast du das und vermutlich war er nicht der Erste. Was zum Teufel soll das heißen? Doch, du armer Kerl, sie hat dich bereits völlig in der Tasche. Du, ich bring dich um, ich bring dich um. Schluss jetzt! Ein Mord reicht. Hallo? Hallo! William! Hier spricht Ian. Hör zu! Was? Was ist denn los? Sie haben die Sachen gefunden. Es war Selbstmord. Roger hat das Logbuch an die Pistole gebunden, damit sie ins Wasser gezogen wird und es wie Mord aussieht. Ein guter Witz. Jeder verdächtigt jeden. Und dann hat der verdammte Narr sich selbst umgebracht. Ich hätte es nie im Traum für möglich gehalten, dass das ein Selbstmord sein könnte. Ich hab doch Roger gut gekannt. Na, seien wir froh, dass es keiner von uns war. Geh du schon voraus, ich muss noch auf die Post. Ich erwarte etwas. Vielleicht ist es inzwischen gekommen. Aber das ist doch jetzt überflüssig. Weshalb denn? Als Beweis. Beweis wofür? Um den Mörder zu überführen. Um den Mörder zu überführen? Du glaubst also nicht an einen Selbstmord? Natürlich nicht. Und du weißt, wer der Mörder ist? Ja, ich glaube, ich weiß es. Aber lass dir auf keinen Fall etwas anmerken. Hör zu, Alan. Man hat Pistole und Logbuch gefunden. Ja, Birell vermutet Selbstmord. Aber das ist falsch. Nein, nein, es ist eindeutig Mord. Ich habe den Beweis in der Hand. Tu mir bitte einen Gefallen, rufe in Windsor an. Birell möchte bitte gleich zum Haus kommen. Ja, sag aber nur etwas vom Beweismaterial. Nenne keine Namen. Ich glaube, es ist besser so. Ja, danke schön. Na, da haben Sie ja noch mal Glück gehabt. Aber merken Sie sich das für die Zukunft. Beim nächsten Mal kommen Sie vielleicht nicht so davon. Ach, Sie haben es gar nicht verdient, dass der arme Herr sich umgebracht hat. Wahrscheinlich ihretwegen. Nochmal möchte ich sowas nicht erleben. Nicht um alles in der Welt. Das war wirklich keine angenehme Zeit. Ich glaube, ich bin um 10 Jahre älter geworden in den letzten Tagen. Das tut deiner Schönheit keinen Abbruch. Fang bloß nicht wieder an. Ian muss in einen Freund Finbo. Der wird wohl gleich kommen, der hat noch irgendwas zu erledigen. Er sucht wohl noch immer nach dem Mörder, was? Das ist vielleicht eine komische Type. Immerhin hat es fertig gebracht, uns ganz schön in Harnisch zu bringen. Ja, vor allem dich. Du warst ja von Anfang an das personifizierte Misstrauen. Man kann sich ja mal irren im Leben. Ian, was ist denn los mit dir? Ich fühle mich nicht besonders. Na, das gehen wir noch mal an, Schmerzen. Was? Du hast heute Morgen schon davon gesprochen. Ja, ein bisschen, ja. Soll ich Mrs. Tufts fragen, ob Magnesia im Haus ist? Oh, vielen Dank, das ist ja schon alles gut. Ich kann es nicht fassen. Bringt der Kerl sich selber um. Wie finde ich denn das? Tja, wer hätte das gedacht? Sie wohl am allerwenigsten, was? Da mögen Sie recht haben. Hallo, Sergeant. Der reinste Großeinsatz. Man könnte meinen, Sie wollen einen Mörder verhaften. Mr. Finbow, ich bin orientiert. Mein Chef hat die Andeutung gemacht, dass Inspektor Allen von Scotland Yard... Ich weiß, lieber Sergeant, ich weiß. Bitte machen Sie sich doch bequem. Ja, soll ich nicht gleich? Nein, nein, wir wollen nichts überstürzen. Das ist nie gut. Wollen Sie einen Tass Tee mit uns trinken? Ehrlich gesagt, ein Whisky wäre mir lieber. Ja, aber selbstverständlich, lieber Sergeant. Bitte nehmen Sie doch Platz. Auch ein Whisky, meine Herren? Nein, danke, wir sind im Dienst. Können Sie uns vielleicht verraten, was das soll? Ihre Frage ist durchaus berechtigt. Ich komme sofort darauf zurück. Sergeant, ich nehme an, Sie werden Verständnis dafür haben, dass unsere jungen Freunde ein paar Erklärungen von mir erwarten. Es wird nicht lange dauern. Das kann ja lustig werden. Versprechen Sie sich nicht zu viel davon. Bitte, Sergeant, nehmen Sie doch Platz. Gestatten Sie, dass ich gleich mit Ihnen beginne. Sie haben auf den sehr klug ausgedachten Plan eines Selbstmordes geschlossen, der als Mord getarnt war, um so auch noch einen anderen Menschen zugrunde zu richten. Ich gebe zu, die Idee ist nicht ohne Reiz.
wenngleich natürlich ein bisschen abenteuerlich. War es denn nicht so? Aber tun ja. Hätten Sie Roger einen Selbstmord zugetraut, das passt doch gar nicht zu ihm. Es gibt nämlich nur sehr wenige Menschen, die so etwas tun, und dann sind es bestimmt keine heiteren, erfolgreichen Optimisten. Das werden Sie mir noch zugeben. Zumal Sie Roger ja viel besser gekannt hatten als ich. Wieso? Ich hatte leider nie das Vergnügen, meine Ferien in Nizza zu verbringen. Was wissen Sie davon? Genug, um es nicht weiter zu sagen. Und Sie dafür nur umso lieber zu haben. Philipp, ich hoffe doch, Sie sind da mit mir einer Meinung. Du hast Roger vorher gekannt? Ich glaube, Tonja hatte nicht weniger Anlass, ihn zum Teufel zu wünschen, als Sie zum Beispiel. Als ich? Übrigens, Sergeant, bei der Gelegenheit möchte ich Ihnen mein aufrichtiges Kompliment machen. Ihr Fund hat eine Menge verwirrender Dinge geklärt und einigermaßen Ordnung in die ganze Sache gebracht. Ich denke, Sie glauben nicht an einen Selbstmord. Ach so, ja. Ich sprach vom Erfolg Ihrer Tauchaktion, nicht von Ihrer Schlussfolgerung. Also mit der kann ich mich leider immer noch nicht so recht anfreunden. Dann verraten Sie uns doch mal, wie ist es denn Ihrer Meinung nach? Na, umgekehrt. Was umgekehrt? Sie sagen, ein Selbstmörder wollte Mord vortäuschen. Und Sie, ein Mörder, Selbstmord? Ja. Das hätte er doch einfacher haben können. Wozu die ganzen Umstände mit dem Wimpel, dem Logbuch und so? Um das zu erreichen, was Sie daraus geschlossen haben. Wenn es nämlich gleich nach Selbstmord ausgesehen hätte, dann wären wohl jedem Zweifel gekommen. So aber hat der Mörder es eingerichtet, dass es nach Mord aussah. Und zwar nach einem sehr rätselhaften Mord, bei dem 5 Personen gleichermaßen als Täter in Frage kamen. 6. Wie bitte? Wenn schon Mord, dann 6, die dafür in Frage kommen. Ach so, ja, richtig, entschuldigen Sie. Mr. Capell hatte ich total vergessen. Wohlgemerkt. Wenn? Aber Sergeant, betrachten Sie die Sache doch einmal von der psychologischen Seite. Wenn einer Selbstmord begeht, tut das doch aus Verzweiflung und nicht um dem anderen eins auszuwischen. Oder der anderen, wenn Sie so wollen. Aber selbst wenn er die Absicht gehabt hätte, auch noch einen anderen Menschen damit zugrunde zu richten, dann hätte er diesen doch wohl zuerst beseitigt und sich dann umgebracht. Als Toter kann man nämlich nur schwer kontrollieren, ob der Plan aufgegangen ist oder nicht. Ich jedenfalls würde mich nicht darauf verlassen. Nicht wahr, Evis? Was sagen Sie denn dazu? Wieso fragen Sie mich? Warum wollten Sie denn so unbedingt Ihr Tagebuch verbrennen? Das geht Sie nichts an. Es enthielt natürlich belastendes Material. Sie fürchteten, dass man demnächst Ihr Zimmer durchsuchen würde und Sie in Verdacht geraten könnte. Sie haben keine Ahnung, was drin stand. Ich kann es mir vorstellen. Was können Sie sich vorstellen? Ich habe ein paar Unterlagen eingesehen. Außerdem hat man Briefe von Ihnen gefunden. Die Briefe? Die Briefe, in denen ich Roger gebeten habe? Ja. In seiner Wohnung. Dann wissen Sie also auch? Ja. Sie müssen es nicht erzählen. Warum nicht? Wenn man meine Briefe gefunden hat, ist es jetzt sowieso egal. Der Mann, den ich geliebt habe und von dem ich ein Kind erwartet habe, war verheiratet. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Und da haben Sie Roger ins Vertrauen gezogen? Ja. Der hat Ihnen geholfen? Ja. Warum haben Sie sich nicht an einen anderen Arzt gewandt? Ja, das war ein Fehler. Ich habe Roger überschätzt. Er hat gesagt, es dürfe auf keinen Fall bekannt werden, weil ich sonst... Weil Sie sonst mit dem Entzug der Erbschaft rechnen müssten, nicht wahr? Ja. Wieso Entzug der Erbschaft? Ja, in dem Testament ist eine für uns heute vielleicht nicht mehr ganz verständliche Leumundsklausel. Ein Verstoß dagegen, also eine Affäre dieser Art zum Beispiel, würde bedeuten, dass der Betreffende von der Erbschaft ausgeschlossen ist. Ja. Roger hat auch bald davon Gebrauch gemacht. Er hat mich erpresst. Er hat plötzlich gesagt, dass er mich liebt und dass er mich heiraten will. Aber ich hätte ihn nie heiraten können. Als ich Christopher kennenlernte, hat Roger mir fürchterliche Szenen gemacht und angefangen, mit dem Testament zu drohen. Er sagte, er würde mit allen Mitteln verhindern, dass ich Christopher heirate. Er hat ja dann auch vor keiner Gemeinheit Halt gemacht. Warum habt ihr denn nichts dagegen unternommen? Christopher, du hättest doch auf jeden Christopher Fall... wusste es nicht. Ich habe ihm nichts von dem Kind gesagt. Das war leider sehr unklug von Ihnen. Ja, das stimmt.
Aber ich konnte mich einfach nicht dazu entschließen. Wenn Sie es nicht für sich behalten hätten, wäre Christopher vermutlich in der Wahl seines Arztes etwas vorsichtiger gewesen. Was soll das heißen? Wie Sie Christopher, sollte Christopher Ihnen etwas verschwiegen. Woher wissen Sie? Ich habe hier eine Krankengeschichte. Was für eine Krankengeschichte? Aus Rogers Praxis. Er hatte natürlich nur auf eine Gelegenheit gewartet, sie in die Hand zu bekommen, nicht wahr? Ja. Der Posten auf Malaya war ein gefundenes Fressen für ihn. Und er hat ihn gedroht, von seinen Kenntnissen Gebrauch zu machen? Ja, vor 5 Tagen. Er fing plötzlich an, von seiner ärztlichen Pflicht zu reden. Dass ich für die Stelle nicht geeignet sei und dass er das leider meiner Firma mitteilen müsste. Unter einer Bedingung würde er allerdings davon Abstand nehmen. Dass Sie auf Evis verzichten? Ja. Das von der Erbschaft, hat er Ihnen das auch erzählt? Ja, alles. Ich sollte mir einmal Gedanken darüber machen, wie es um unsere Zukunft bestellt sei, wenn ich auf sein Angebot nicht einginge. Ich, ein Betrüger, für jede seriöse Firma untragbar und Avis von der Erbschaft ausgeschlossen, wegen der Affäre damals. Die Folgen für unsere Zukunft könnte ich mir ausrechnen. Was für eine Krankheit? Was hat das zu bedeuten? Nun, ich brauche Ihnen wohl nicht zu erklären, was Diabetes ist. Eine Krankheit dieser Art würde den Betreffenden für einen Posten auf Malaya disqualifizieren. Ob zu Recht oder nicht, sei dahingestellt. Diabetes? Du? Ja. Ja, aber du hast die Stelle doch bekommen. Nun sagen wir, er hätte die Stelle bekommen. Denn wenn der Patient seine Krankheit unter Kontrolle hat, und das hatte Christopher, dann kann eine ärztliche Untersuchung ein ganz normales Bild ergeben. Dann weiß nur der behandelnde Arzt etwas davon. Dieser Arzt aber war Roger. Dieser gemeine Schuft. Und deshalb hast du ihn umgebracht? Ja, Elvis. Deshalb habe ich ihn umgebracht. Mein Gott. Meine Herren, ich bin bereit. Ich möchte mir nur noch meine Sachen holen. Und einer mehr, der im Gefängnis ihrer Majestät sitzt. Das war's wieder bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Jetzt Danke sagen mit einem Like und bis demnächst hier bei uns. Es ist unmöglich, von Hör mal zu nicht gefesselt zu sein.